Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, um genau zu sein, zu einem besonderen Opening, denn wir haben hier wieder ein Pre-Release-Set, um genau zu sein, Speed Duel GX Duelist of the Shadows. Und ich freue mich wirklich auf das Set, denn ja, wer weiß, wer mich kennt, der weiß, dass ich Speed Duel sehr mag. Wir haben hier zum Beispiel die Box, die Duel Academy Box oder Battle City Box, die ich sehr gemocht habe. Oder jetzt auch zuletzt eben die Paradox Box und jetzt eben neu hier Shadows. Und da bin ich wirklich gespannt, denn wir haben hier die heiligen drei Ungeheuer. Und da freue ich mich wirklich drauf, weil sehr nice. Vor allem bin ich gespannt auf die Skills. Hier gibt es wieder verschiedene Skills, die natürlich die Decks unterschiedlich stark pushen. Und wir haben, sehen hier auch schon, super Polymerisation. Freue mich auch sehr. Passt natürlich sehr für Fusion. Und wir machen das Ganze auf. Ich weiß nicht, welche Karten hier drin sind. Bedeutet also, wir gehen das Ganze hier blind rein. Ich werde nicht nur einfach öffnen, weil, ja, ich möchte auch auf die Decks eingehen. Und wir haben hier direkt die heiligen Ungeheuer. Das gefällt mir. Wie immer, bei den Boxen ist es so, dass wir eben, spielfertige Decks kriegen. Und nicht nur eins, sondern eben 8 spielbare Decks. Das heißt, wir haben hier 8 verschiedene Decks. Das heißt jetzt 4 und 4. Einmal wahrscheinlich böse Helden, einmal Vampir, einmal Makrokosmos. Und den Rest werden wir gleich sehen. Aber es geht erstmal um die heiligen Ungeheuer. Denn immer parallel eben zu diesen 8 Decks sind hier Secret Rares drin, die sehr hübsch sind. Aus meiner Sicht Speed Duel Secret Rares mit die hübschesten Secret Rares überhaupt. Und dementsprechend gucken wir das Ganze mal an. Wir sind immer unterschiedlich hier drin, also es sind nicht immer die gleichen drin. Wir haben Uria, wir haben Hamon und Raviel. Ich glaube, die sind immer standardgemäß drin und man kann schon sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt schon gesehen, was das nächste ist, aber man kann schon sagen, es sieht sehr, sehr hübsch aus. Also wirklich hübsch aus. Da kann man nicht sagen, dass das nicht hübsch aussieht. Sieht super nice aus. Dann haben wir Verlockung der Finsterlist in Secret Rare und sieht man das überhaupt richtig? Der Secret Rare Effekt ist wirklich, es sieht hübsch aus. Sieht so hübsch aus. Es sieht so hübsch aus. Und natürlich typisch wieder, wenn man sieht, genau da, das Speedo-Logo. Genau, und jetzt will Hamon fokussiert werden. Dann haben wir Böser Held, Unterwelt. Secret Ray Effekt. So krass. Nebelkönig. Nebelkönig ist hier drin. Okay. Bitte Monster, du kannst ein Monster oder kein Monster zu anbieten, um diese Karte spezial zu beschwören. Normal zu beschwören. Genau, ich kann gleich Summe der Grundartikel. Außerdem kein Spieler kann Monster als Tribut anbieten. Das kann interessant werden. Kann Monster als Tribut anbieten. Kann durchaus relevant werden. Und, oh, glänzender Flügelmann in sehr glänzend und super wohl. Ja, super Poli. Okay, super. Ich bin sehr happy. Super Poli in Secret Rare. Sehr, sehr hübsch. Sehr gut. Okay, so, das sind jetzt die Secret Rares. Und jetzt kommen wir eben zu den Decks. Ich kenne, wie gesagt, nicht den Inhalt der Decks. Und da will ich eben einmal kurz quasi eine Live-Reaktion machen und dann gehen wir nochmal die Decks im Gesamten durch. Aber erstmal muss ich das Ganze hier aufkriegen. Ist das überhaupt das erste? Ja, das ist das erste, oder? Das ist das erste. Nee, das kann ich nicht. Das kann man nicht identifizieren. Schade. So, machen wir hier Folie ab. Und dann haben wir hier Vampir Genesis. Okay, ne? Also, wer es kennt, Old Day Structure Deck, let's go. Bossmonster, 3000, Lies. Aber ich muss sagen, ATK, also im Speed Duel, hat Zombie nicht das Problem mit ATK. Es gibt genug Zombies, die sehr viel ATK haben. Und ja, dann daher brauchen wir das theoretisch nicht. Aber wir brauchen einen Namen mit Vampir drin. Wir sehen hier Vampir Lady, Vampir Lord, Vampir, Vampir. Ja, alles mit Vampir halt im Namen. Passt natürlich. Zombine hier drin, nett. Goblin Zombie natürlich auch sehr nett. Suchenwolf auch hier drin. Nice. Schwere Ritter der Flammen. Ich weiß gar nicht, was sie kann. Am Beginn des Damage Step, falls diese Karte als Spezialbeschwörung wenn angegriffen wird, du kannst jedes Monster verbannen. Falls diese Karte eine Spezialbeschwörung Monster angreift. Ach, interessant, okay. Diese wird als normales Monster behandelt, solange sie offen auf dem Spielfeld liegt. Ah, das sind Zwillingsmonster. Ah, okay. Ja, und. Oh, das ist natürlich nice. Sehr nice. 2-4, ein Tribut, ist immer sehr gut. Ruf der Mumie, super Karte, Boot des Lebens, passt natürlich Foolish. Foolish nochmal, Foolish natürlich sehr stark für verschiedene Decks und Speed Duel. Seelentausch, Vampirschlangen, starker Kontrollpunkt, war mal im Set, ich glaube, eine Ultra-Wehr. Jetzt hier drin, nice, Vampirwache. So, das ist das erste Deck. Okay, wir haben hier Zombie. Finde ich nett. Ich finde es interessant. Ruf der Mumie, Seelentausch nochmal, auch eine gute Karte natürlich, brauche ich drüber reden. Also schon sehr gute Karten, bin schon sehr zufrieden damit. Gehen wir weiter. Amazonisch, klar, ne? Schwertkämpferin kann man halt eventuell mit einem Deck bauen, wo man halt durch indirekten Schaden den Gegner besiegen kann, beziehungsweise den man einfach mit ihr attackt. Irgendwo gucken. Amazonisch. Oh, was ist das denn? Da ist einfach. Oh, da ist noch so eine Verpackung zwischen. Weg da. So, Amazonische Kettenmeisterin auch.
Kämpferin, Lehrling, Weise. Aber zu Speeren, neu, okay. Überlebende der Schlacht ist auch neu. Okay. Verstärkung für die Armee immer gut. Amazonisches Erbstück. Nett. Dorf. Auch gut. Also, ne, es gibt ja amazonischen Speedo hier schon länger. Bogenschützen, dramatische Rettung. Halbkonter. Während der Schadensberechnung, falls ein Monster angegriffen wird, das du kontrollierst, wähle jenes Monster, das du kontrollierst. Jenes gewählte Ziel erhält bis zum Ende des Spielzugs ATK in Höhe 11 der Grundattacke des angreifenden Monsters. Okay. Nette Fallenkarte, ganz nett. Und das sind wir beim nächsten schon. Das ist schon das zweite Deck. Amazonisch, bisher Vampir hat mich auf jeden Fall deutlich mehr überzeugt. Wir haben Erzunterwälder. Erzunterwälder ist auch ein Thema. Interessant. Mit den König und Königin und Bauer. Sehr interessant. Sehr interessant. Mal gucken. Nur die alten Karten? Ja, es sind nur die alten Karten. Nicht doch. Ist auch neue bei? König? Springer? Nee, es sind nur die alten. Erzunterwälder. Nice. Das ist natürlich ein Monster, was es in sich hat. Ich meine, das kannst du einfach so beschwören mit 2-4, ne? Ist natürlich stark. Vernichter der Erzunterwälder. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gerade kann. Du kannst eine Karte, die du kontrollierst, und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, wählen. Zerstöre sie, falls du durch diesen Effekt ein oder mehr offene Unterweltmonster zerstört hast, erhält diese Karte bis zum Ende des Spiels ATK in Höhe der Hälfte der Grund-ATK des Unterweltmonsters. Okay. Kann man irgendwie leicht beschwören? Er heißt Erzunterwälder-Name, ne? Damit kann man bestimmt sich was anstellen. Er hat einfach 3000 Defense, ne? Ist schon ein bisschen viel. 2-1, können wir natürlich holen. Nochmal, krass, ey. Man holt sich die Box, einfach schon doppelt flurisch. Für Nehmen passt natürlich Schachmatt auch. Doppelzauber, Gebrüll, Nebenteil und dunkler Herrscher. So, das ist das nächste Deck. Bisher, ich muss die Skills sehen. Ich muss natürlich nochmal die Skills lesen hierfür, um überhaupt irgendeine Aussage mit Decks zu sagen. Denn selbst wenn die Decks komplett normal erscheinen, kann aufgrund des Skills das Deck komplett stark werden. Da haben wir Helios, was natürlich eine Anti-Strategie enthält, weil hier natürlich, oh ja, ne, guckt euch das an. Das ist die gute alte Zeit. Mit DD-Überlebender, DD-Speerflugzeug, Verbanner des Strahls, Grenmaju! Okay. Das fühle ich, Grand Marjorie und Speed Duel jetzt. Oh Gott, 10 verbannte Karten, hat er 4000. Na gut, mal schön nur mit 4000 Lebenspunkte. Ist, glaube ich, fair. Oh, Virus, Seelenlöser, Galaxy Circle, sehr nett, großer Anhänger. Tor, Makrokosmos halt mit Helios natürlich extrem lustig. Und das war's dann. Da muss man nochmal durchgehen. Ja, ist ein Verbannungsdeck. Ist interessant, wirklich. Man könnte jetzt dann eventuell mit Überlebender irgendwie mit Tributmonstern spielen. Muss man mal gucken. So, weiter geht's. Dann haben wir das Heilige Ungeheuer-Deck, was natürlich ich sehr freue. Wir haben den großen, ne? Du kannst dir das Rudern bieten, Beschwörer, ein Uria von der Handdeck und gerade seine Beschwörungsbedingung. Okay. Ist jetzt die Frage, können wir ihn easy aufs Feld beschwören? Verrückter Nachlader, sehr interessant, die Boys, okay. Goblin, Grabhüter, okay. Wir haben verlorenes Paradies hier drin. Das ist natürlich krass. Vor allem zwei Karten ziehen, aber das ist noch wirklich krass. Blauer Himmelsfeuer, Schleier der Finsternis, Ersatztrupp, okay. Warum auch nicht? Erwachen der Heiligen Ungeheuer. Und, Unending Nightmare. Der nächste Zaum- und Fallenkartenzerstörer, den wir haben jetzt, gefällt mir. Sehr gut, ja klar, ne? Hier sind permanente Fallen drin, das ist logisch. Natürlich für Uria. Und wir haben natürlich auch permanente Zauberkarten, natürlich für Hamon, ne? Das ist natürlich klar. Und dann, ich freue mich wirklich, also man glaubt es gar nicht, aber ich freue mich, glaube ich, am meisten auf Volkian. Volkian habe ich ganz früher mal gespielt und jetzt freue ich mich, dass ein Speedduel da ist. Säurewolke für Zauber- und Fallenkartenzerstörung. Was konnte er denn nochmal? Handkarte abwerfen, genau. Monster zerstören. Das war das. Kann ich das beseitigen? Kein Spieler erhält Kampfstand aus Angriffen, an dem diese Karte beteiligt ist. Falls diese durch Kampf zerstört wird, verteile Nebelzimmer an der Stufe des Monsters, dass sie zerstört hat. Auf eine Monster. Achso, er gibt Punkte. Er war für Spezialbeschwörung. Ein Wolkenrauchball, ja. Ich weiß nicht, ob man das macht. Muss man mal gucken. Regenwolkenmann, der kann sehr strong werden, glaube ich, in Speed Duel. Sturmdrache auch nett. Wirbelkarl ist eine gute Karte. Grizzly. Oh mein Gott. Grizzly mit den Wolkens. Was will man mehr? Was will man mehr? Ey, das ist schon perfekt. Einfach schon. Ey, das ist super strong. Das ist super strong. Vor allem, die können alle nicht durch Kampf zerstört werden. Das wird so krass, ne? Die können nicht durch Kampf zerstört werden?
Ich glaube wirklich, ne? Also ich glaube, Speedwell, Volkian. Mauerwanderstörung noch mehr drin. Nice. Ich glaube, Volkian. Wirklich stark. Also jetzt wirklich. Da kann man vor allem mit Skill, mit den Skillkarten noch einiges machen. So, jetzt kommen böse Helden. Böse Helden haben auch sehr viel Potenzial, weil natürlich die Fusion bzw. die Zauberkarte sehr stark ist. Wir haben natürlich erstmal Elementarhelden Package. Das passt natürlich. Wir haben das komplette Package. Elementarhelden gibt es ja schon. Auch in der anderen Box natürlich, in der Akademie-Box. Dann haben wir hier die böse Helden. Sandmotte, okay. Okay. Wir haben die Sandmotte. Dunkle Herrscher Hades, okay, krass. Ich sehe schon einige Tributmonster, die hier drin sind. Finstere Fusion und finsterer Zauberruf. Starke Karten natürlich. Böse Seelen. Blitzgewitter auch. Super Polymerisation. Halt super starke Karte. Ist natürlich sehr speziell, aber passt halt sehr gut für die böse Helden, weil die oft halt nur Eigenschaften bauen. Heißt, wenn der Gegner halt eine Eigenschaft hat, die Boss, super Polymerisation, die einfach weg. Hellensignal, finsteres Abkommen und Wind. Okay, und jetzt kommt ja schon das Extra-Deck. Wir haben auch schon unsere, haben wir? Ne, wir haben 7 Decks, ne? Da kommt noch ein Deck. Böse Held und böse Held. Und wie wir sehen, brauchen wir hier Unterwäldler, Bestirnatrix und Avian, Wildhead und Avian, Fels und Unterwäldler-Monster und Sparkman und Clayman. Also gerade Unterwäldler und Fels, das könnte interessant werden, eben für Superpoli, ne? Das ist, glaube ich, klar. So, was haben wir noch? Rotäugig gefällt mir. Rotäugig, schwarzer Drache, Schimmerdrache natürlich stark. Schimmerdrache, das erinnert mich gerade sehr an Kaibas Spiritual Deck. Rote Lindwurm ist auch drin. Metalldrache, stark. Klar, ne? Ist Black, ne? Drachentrupp nochmal und ist Black drin? Nee, okay. Na gut, Rotäugig und Metalldrache ist nicht dabei, aber wäre auch ziemlich krass. Cosmic Cycling, natürlich eine super gute Karte. Angriff annullieren, okay. Und Rotäugiger Geist. So, jetzt bin ich wirklich gespannt auf die Skills und eben die ganzen Ergänzungskarten. Oh, da habe ich es wieder nicht geschafft, das richtig aufzumachen. Komm, weg. So und so. Dann haben wir das Ganze. Rabbit in Mitte. Einmal pro Duell während der Mainphase. Falls du einmal pro Duell. Da sind die Skills dann immer, wenn es einmal pro Duell ist, schon. Muss schon ein sehr guter Effekt sein, weil es gibt viele, die sind halt nicht once per Duel, sondern once per Turn und das sind natürlich per se stärker. Während deiner Mainphase, falls du böse Monster kontrollierst, kannst du eine Karte abwerfen, um ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, ATK in Höhe seiner eigenen Def oder Def in Höhe seiner eigenen ATK verlieren lassen. Ja, das ist, würde ich sagen, weiß ich nicht. Das hilft halt dem Deckthema nicht. Geschmiedeter Stahl, da haben wir doch den roten Metalldrache. Einmal pro Duell während deiner Mainphase kannst du den Namen von einem Rotäugemonster oder einem normalen Drachenmonster, das du kontrollierst, zu Rotäuge schwarzer Drache ändern. Das ist krass. Vor allen Dingen, das ist halt wirklich gut, ne? Das ist richtig gut. Vor allen Dingen hier Schimmerdrache. Schimmerdrache 2, einfach oder ein Rotäugiges, ne? Ne, Drachenküken, Rotäugiger. War es ein Rotäugiger oder. Warte. Ein Rotäugemonster, ja. Okay, also die Bedingung ist ziemlich leicht zu erfüllen. Das ist gut. Dass du kontrollierst und wird eben zu den Drachen. Solange es offen auf dem Spielfeld liegt, jeder Rotäugige Finsternisdrache, den du kontrollierst, erhält den folgenden Effekt. Einsatzbeziehung während deiner Mainphase. Du kannst ein Drachenmonster normal, das als Normalbeschwörung gesetzt werden kann, als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Foolish! Bläugiger weißer Drache. Krass, die ist gut. Die ist so super gut. Die ist super gut. Die ist wirklich gut. Also das macht einfach vieles leichter. Aber pro Duell, während der Mainphase kannst du den Namen vom Vampirmonster, die du kontrollierst, zu Vampir ändern. Solange auf einem Monster liegt, jedes Vampir, Geist, den du kontrollierst, erhält einen folgenden Effekt, falls diese Karte deinen Gegner Kampfschaden zufügt. Ja, ist halt diese Vampir-Mechanik. Ich denke aber, dass man da eher eine andere Mechanik geht, um eben darauf zu kommen. Nach der Schadensberechnung, falls du Kampfschaden von einem Kampf erhalten hast, an dem ein Monster eines Gegners und deinen amazonischen Karten den Angriff beteiligt waren, verliert jenes Monster bis zum Ende des Spielzugs ATK und der Höhe der ATK des Monsters. Bis zum Ende des Spielzugs, das ist halt so, bis Ende des Duell, Ende, also für immer, krass, für Ende des Zuges, sehr speziell. Einberufung des Erzunterwälder, bin ich gespannt. Wir haben ja diesen richtig krassen Erzunterwälder, den wir beschwören können. Du kannst keine Nicht-Unterwälder-Monster beschwören oder setzen. Okay, krasse Einschränkung, jetzt muss es kommen. Einmal pro Spielzug, okay. Schon gut, nein. Einmal pro Spielzug während deiner Mainphase kannst du deinen 6 Würfel mit Würfel werfen. Okay, da kommen wir mal zu. Falls du dies tust, verlierst du Lebenspunkte in Höhe der Ergebnis mal 200.
Okay, 1200 Lebenspunkte, maximal verlieren wir also. Aber falls das Ergebnis 2, 3 oder 4 ist, kannst du ein Erzunterweltmonster mit der Stufe in Höhe des Ergebnisses als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck an den Friedhof beschwören. Ach so, du kannst nicht die Großen holen, du kannst nur die Kleinen holen. Na gut, dann kannst du Tributen, ne? Ja, muss man mal gucken, wie man direkt drauf braucht. Professor der Alchemie, der hat doch im Anime Makrokosmos gespielt, ne? Alchemie und Chemie mit Spielmarken können direkt angreifen, okay. Was auch immer diese Spielmarken sind. Einbruch Spielzug! Während deiner Main Phase kannst du ein Monster der Stufe 4 oder niedriger von deiner Hand oder auf einem Spielfeld verbannen, um eine Spielmarke zu holen mit derselben Eigenschaft wie das verbannte Monster als Spezialbeschwörung zu beschwören. Sie kann nicht als Tribut angeboten werden, außer für offene Tributbeschwörung von goldene. Okay, nur von den goldenen, also von den Makrokosmos-Karten. Aber krass! Du brauchst nicht Makrokosmos. Ist es once per turn, ne? Nee. Einmal pro Spielzug. Ah, während der Mainphase, okay. Das ist aber krass. Einfach Flugzeug opfern, Token kriegen. Token kann direkt angreifen, sind 500 Schaden. Nächsten Zug kommt der Überlebende wieder. Das ist gut. Das ist wirklich gut für Makrokosmos. Sehr gut. Kraft und Fesseln. Also, er sieht auch anders mächtig aus. Wie sieht er von hinten aus? Wie cool! Wie cool! Feier ich. Feier ich ja übertrieben. Sehr gut. Wenn du Uriel Hamann oder. Nee, oder doch Raviel mit der auf jene Karte erwählte Methode als Spezialbeschwörer, kannst du offene Unterweltmonster, permanente Zauberfeindkarte verwenden, die du kontrollierst, unabhängig von Kartentyp, den Text erfordert. Ach krass. Das heißt, wir können Raviel auch mit Traps oder Zauberkarten opfern. Sehr gut für eben natürlich die heiligen Ungeheuer. Die Frage ist halt, da müsste man nochmal gucken. Also es ist so wie das Obelisk-Deck. Es gibt ein Obelisk-Deck in Speedduel. Und da ist natürlich die Frage, wie gut. Also du kannst halt im ersten Zug halt Obelisk holen. Und Obelisk ist extrem stark. Aber wenn Obelisk dann das Spiel verlässt, hast du das Duell verloren. Dementsprechend ist das hier, glaube ich, auch so. Du musst alles hier rein, also du kannst halt alles hier reinstecken, um eben. Also hier ist es ja ganz einfach. Du ziehst einfach ihn und eben drei Zauberkarten oder ist sogar egal, weil er kann ja alles opfern. Und dann rufen wir ihn. Und dann haben wir ihn. Aber wenn wir die verlieren, ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber nett. Nebelwarnung. Jedes Mal, wenn du ein oder mehr Nebelzimmermarken auf eine Karte legst, gibt es zusätzlich eine Nebel. Oha! Jedes Mal, das ist nicht once per turn, ne? Jedes Mal, wenn du eine 10-Marke kriegst, kriegst du noch eine. Hä? Das ist so stark. Warte mal. Halt, stopp. Was brauchen die? Warte, Säure braucht 2. Er braucht 2. Okay, das ist krass. Er braucht eine, okay. Okay, krass. Das ist ja voll gut. Das ist voll gut. Die sind einfach sofort alive. Also, voll geil. Du beschwörst und ist halt da. Also natürlich ist es besser bei Schleierwolke noch besser. Beschwörst Schleierwolke. Kriegst 2 Tokens, also 2 Marken. Schuss. Stark. Also der Skill ist mächtig. Der passt natürlich nur für Wolkien, of course, aber sehr mächtig. Sehr gut. So, dann kommen wir hier nochmal finstere Einheit, ebenfalls für finstere Helden wieder. Du kannst Superpolymation verwenden, um Monster als Fusionsmonster zu beschwören, die normalerweise nur mit finstere Fusion beschworen werden. Gut, sehr gut schon mal. Das ist schon mal ein guter Effekt. Jeder der folgenden Fähigkeiten kann nur einmal pro Duell verwendet werden. Okay, pro Duell. Du verlierst 2000 Lebenspunkte, dann ändere den Typ von einem als Spezialbeschwörungsmonster, das dein Gegner kontrolliert, zu Fels. Ah, da ist es. Da können wir natürlich, wo ist er denn jetzt? Dann können wir natürlich ihn hier ganz leicht beschwören, ne? Vor einem Unterwäldler, machen gegnerische zu Fels. Let's go. Okay, nett. Gefällt mir. Vor allem mit Superpoli, ne? Klar, wir müssen eine Karte abwerfen bei Superpoli, aber benutzen auch ein Monster des Gegners. Wirf eine Karte ab, dann füge deine Hand eine finstere Fusion von deinem Deck hinzu. Okay, krass, das ist auch gut. Hä? Die kann man einfach als Searcher spielen. Also als Fusions-Searcher. Das ist super. Nee, das ist top. Gefällt mir. Drachenkraft. Ist natürlich wahrscheinlich für Red Eyes auch. Einmal pro Spielzug. Während deiner Main Phase kannst du einen normalen Drachenmonster von Friedhof verbannen. Um ein normales Drachenmonster kontrollierst bis zum Ende des Spielzugs. 200 ATK für jede Stufe verbannen. Zusätzlich, falls es in diesem Spielzug ein Monster den Verteidigungsplan angreift, macht es durchschlagen Kampfschaden. Ja, ist okay. Ist das einmal pro Spielzug? Ja, ist einmal pro Spielzug. Okay, dann wird gerade für mehr Schaden. Oha. Die sieht ja anders. Oh mein Gott, wie sieht sie aus? Das ist ja crazy. Während der Endphase, falls ein Vampir-Zombie-Monster, das du kontrollierst, deinem Gegner diesen Spielzug Kampfschaden zugeführt hat, erhältst du Lebenspunkte in Höhe der Hälfte der gesamten Kampfschadens, das dem Monster den Spielzug zugeführt haben. Du erhältst Lebenspunkte.
Ja, kann natürlich bei einem Deck wichtig sein. So, Befehl der Königin. Sie freut sich auf jeden Fall. Sie ist das Gegenteil. Sie guckt fröhlich, nicht so wie die anderen. Solange du amazonische Königin kontrollierst, annullieren Effekte von Effektmonstern, die durch Kampf mit amazonischen Monstern zerstört werden. Ja, okay, ihr muss halt amazonische Königin haben. Beförderung der Erzunterwelt da. Okay, Erzunterwelt, gib's mir. Einmal pro Spielzug, während deiner Main Phase, falls du Bauer der widerwärtigen Erzunterwälder kontrollierst und dein Gegner keine Karte in seiner Spalte kontrolliert, kannst du ihn als Tribut anbieten, um einen Erzunterwälder Stufe 5 oder 8 in jetzt. Du ihn als Tribut anbieten, um ein Erzunterwäldermonster der Stufe 8 oder niedriger, das König, Läufer, Turm oder Springer in seinen Namen hat, als Spezialschwung von der Hand oder deinem Deck. Oh! Bauer, wo ist er denn? Da müssen wir nochmal hier aber nochmal reinluschern, ne? Also, wo ist er? Soldat, König, König, Bauer. Bauer. Einmal beschließen, wenn du in der Semi-Phase musst du 500 Lebenspunkte zahlen. Okay, wenn der Kartenfänger des Gegners aufgelöst wird, das Ziel wird, wirf ein 6 Würfel. Annulliere jeden Effekt, falls du eine 3 würfelst. Und falls du dies tust, zerstöre jede Karte. Monster des Gegners können keine Herzmodelle, die du kontrollierst, außer ihn. Ey, das ist so gut, ne? Du spielst ihn. Hä, das ist gut. Du machst ihn, und rufst sofort den Dicken. Das ist cool. Einmal pro Spiel, so wenn er in der Semi-Phase musst du 500 Lebenspunkte zahlen oder diese Karte wird zerstört. Wenn ein Karteneffekt eines Gegners aufgelöst wird, der diese Karte als Ziel wählt. Ah, auch bei Ziel wählen. Ja, okay, krass. Nee, das ist nett. Das ist wirklich gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Kannst halt dann darauf ein Deck bauen. Einmal pro Spielzug, während deiner Main-Phase, falls du ein Monster kontrollierst, dessen ATK im Deck Fragezeichen waren, kannst du eine Karte von deiner Hand verbannen, dann füge deine Hand ein Monster mit Fragezeichen ATK, aber mit unterschiedlichen Namen als die Karte, die du kontrollierst, von deinem Deck hinzu. Helios-Monster, die du kontrollierst, können nicht verbannt werden. Aha, Helios-Monster, die du kontrollierst, können nicht verbannt werden, das ist natürlich interessant. Aber was viel interessanter ist, Fragezeichen, ne? Hat Slifer nicht Fragezeichen? Das ist doch, oder der Fragezeichen 000, das weiß ich gerade nicht. Wenn er ein Fragezeichen hat, voll, dann könnten wir ja mit ihm holen. Oh, Sieg der Schattenreiter. Ist es das? Wenn diese Fähigkeit aktiviert wird, füge deine Hand ein Uria, Herr der reißenden Flammen, Hammon oder Raviel von der Deck hinzu. Einmal pro Spielzug, du kannst eine Karte abwerfen, dann bist du ein Unterwäldler mit 00 als Spezialschwung auf deinem Friedhof. Okay, ja, hilft natürlich. Ah, mit Foolish. Mit Foolish. Ich merke schon, die Decks arbeiten sehr viel mit dem Friedhof. Ist natürlich ironisch, dass wir den gleichen Zug halt am Makrokosmos haben. Arbeiten sehr mit dem Friedhof. Oh, Volkian. Jedes Mal, wenn ein Volkian-Monster mit einer oder mehr Nebelzähnmarken zerstört wird, lege seine Zähnmarken auf ein anderes offenes Monster. Nee, der andere Effekt ist doch schon besser, finde ich. Niemand erwartet dunklen Skorpion-Bande. Alles klar. Pro Duell während der Main-Phase, falls du Dungeon Salon kontrollierst, kannst du eine Karte abwerfen, um zwei dunkle Skorpione mit unterschiedlichen Namen Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck zu beschwören. Ah ja, das ist halt wie im Anime das Duell, also beschwört halt ganz viele von eben den schwarzen Skorpionen. Genau, dann können, da stehen noch viel mehr, Spezialbeschwören, genau, unterschiedliche Namen, Spezialbeschwörung von der Hand oder deinem Deck. Von jedem einen. Dungeon Salon und dunkle Skorpionmonster, die du kontrollierst, können direkt angreifen. Wenn sie dies tun und dafür diese Fähigkeit verwendest, wird der Kampfstand, den du dem Gegner dazufügst, zu 400. Ah, okay, ich dachte schon, es wäre sehr strong. Es wäre ja schon dann fast Spiel, ne? Uralter Herrscher erhebt sich. Aha, einmal pro Spielzug kannst du ein Zombie-Monster Stufe 2 oder niedriger, Stufe 2 von deinem Deck auf den Friedhof legen. Knochendiener ist Stufe 1, ne? Das geht also nicht. Einer deiner Erst-Sarkophag, Zweit-Sarkophag und Dritt-Sarkophag von deinem Deck, Friedhof, behandle sie dafür, als wären sie von ersten Sarkophag gelegt worden. Ah, das ist natürlich interessant. Ah, das ist dieses. Ah, okay, hier sind die. Ah, ja, genau, Geist. Ja, hier ist er. Hier ist Geist. Ah, ja, interessant. Finde ich nett, dass wir einen Skill hat. Jeder Geist-Pharaos, den du kontrollierst, erhält ATK in Höhe der Gesamtanzahl der Diener des Pharao und Garten des Pharaos in seinen Friedhof. 900, okay, wird sehr stark. Aber ist natürlich sehr langsam, ne? Kaltblütiger Taktiker, okay. Okay. Ah, einmal pro Spiel zu während deiner Mainphase kannst du die Kampfposition von einem Monster ändern, den dein Gegner kontrolliert, bis zu der Anzahl offenen Reptilmonster, die du kontrollierst. Reptil. Gibt's ein Reptildeck? Gibt's ein Reptildeck in Speedduel? Ich bin gerade überfordert. Gibt's ein Reptildeck? Es gibt noch kein Reptildeck, oder? Gibt's ja. Warte, okay, wir gucken gleich. Aber das ist krass. Also, wenn es ein Reptildeck gibt, broken. Einfach. Hä, das ist voll stark. Once per turn. Das ist gut. Finstere Schöpfung.
Jubel, hallo. Einmal pro Duell, während der Main Phase, falls du 5 oder mehr Finstersmonster an unterschiedlichen Namen in den Friedhof hast, also erst später, nicht zu Beginn des Duells, und kein Monster kontrollierst, okay, kannst du ein Finstersmonster von dem Friedhof verbannen, dann bist du ein Finstersmonster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Einmal pro Duell. Ja, also, wenn man ein Deck drauf baut, könnte das sowas werden. Okay, für die Skorpionkarten. Passt natürlich, ist natürlich klar. Wähle eine Zauber- oder Feinde, Spiel wird zerstört gegen das Ziel. Wirf eine Karte auf. Wirf eine Karte auf. Also wähle eine Karte in gesetzte Ziel auf die Hand zurück. Okay. Aha, lege du was zum Zweck an deinen Stack auf den Friedhof. Sieh dir die oberste Karte deines Stacks an, lege sie auf den Friedhof. Okay. Ja, gut, mit direkt angreifen kann man da schon ein bisschen was machen, ne? Dann natürlich Diener und Geist. Okay, die haben beide 900. Passt natürlich, dass er 900 mehr kriegt. Erster, zweiter, dritter. Reptilien. Okay, ich bin dabei. Ich werde ein Reptilien-Deck in Speedtool bauen. Klar. Krasser TK. Normales Monster ist auch sehr gut. Wir haben das Horn, theoretisch. Wir haben aber noch andere Zauberkarten oder auch Ausrüstungskarten, die sehr gut damit funktionieren. Also passt das. Passt sehr gut. Normal ist gut. Reptil, okay. Stufe 5. Stufe 6, genau. Falls diese Karte ein Monster Feuers angreift. Oh, durchschlagen, Kampfschaden. Alter, ich muss sowas von Reptilien-Deck damit bauen. Das ist ja sowas von klar. Das ist ja so cool einfach. Obsidian-Drache. Ah, schade, mehr haben wir nicht. Es gibt doch noch mehr Reptilien, ne? Muss ich mal später gucken. Dann haben wir unter. Finstere Welt kommt langsam. Okay. Aber bisher nur ihn. Okay. Finstere Welt, okay. Und. Oh, Jujutsu-Meister. So eine gute Karte. Und das ist sowas wie Brechermarsch der Krieger oder die Warrior Lady. Das ist eine extrem gute Karte. Und ja, die kann man auf jeden Fall sehr spielen. Die ist halt sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Also die wird auf jeden Fall ja auch nochmal hier Speedtool nochmal verändern. Erzengel Königin passt natürlich. Erzengel. Blatt ist dabei. Nice. Zombie freut sich. Ungeheuer Krieger kommt auch nochmal zu. Nice. Vampir, mehr Vampirnamen. Wassergeist. Wasser. Auch gut. Windgeist. Okay. Helios Duo, Trio. Schäfchenwolke. Falls sie sich durch Kampf und Friedhof gewählt, beschwöre zwei Wolken-Spielmarken Fee, als Spezialsteuerung in der Verteidigungsposition. Diese Spielmarken können nicht als Route angeboten werden, außer für Wolken-Monster. Ey, ich freue mich so auf Wolken. Ich werde so Wolken bauen. Reptil und Wolken, sofort bauen. Oh, glänzender Soldat nochmal. Als Option. Dann Fisch, Stufe 5. Hallo, Fokus. Fisch, Stufe 5. Nett. Bewahrungsdrache, Level 10. Ah, chess it up. Cyberdrache im alternativen. Artwork, sehr hübsch, mag ich sehr, passt natürlich gut. Blutsaugende Koala, Ungeheuer, Allure nochmal, Bug, stark, stark. Jetzt kann man 10 Marken entfernen. Wasserschuhe, Chaos-Fallgrube, interessant. Taktik der Massen, Albtraumrad und Schädelzumba. Wow, da haben sie aber nochmal rausgehauen. Das ist ja wirklich, das ist super, ne? Wir bekommen ja so gute Karten. Wir bekommen Foolish, wir bekommen Cosmic, wir bekommen Mauer der Störung, wir bekommen Allure, wir bekommen Bug, wir bekommen Altraumrad, wir bekommen Schädelzoma. Habe ich irgendwas übersehen? Safe haben wir was übersehen. Also hier sind so gute Karten. Super Poli. Wind von der Twan ist nicht mehr so gut. Hat quasi den Rang abgelaufen. Genau, Cosmic Cycling. Ist super. Ist wirklich tipptopp. Verstärkung für die Armee, auch eine super steile Karte. Ja, also wirklich, wirklich interessant. Und ich würde sagen, das waren jetzt hier alle. Wie gesagt, hier drin sind dann noch halt Spielfelder. Wie gesagt, man kann halt sofort spielen. Ist halt immer ganz gut. Für Neuansteiger finde ich es immer sehr gut, weil die haben dann einfach sofort Decks hier, können spielen. Und dann, let's go. Ist ja nice. Und ich denke mal, es war ganz nett zu sehen hier. Ich sehe schon, das Video geht schon sehr, sehr lange. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das Ganze so. Ersteindruck hier jetzt eingefangen. Wie gesagt, ich kannte keine Karte daraus, mit Ausnahme, dass hier die Heiligen Ungeheuer drin sind. Und eben das von der Rückseite, dass da halt eben Superpoli drin sein könnte. Ja, ich sehe auch, Secret Rare kann auch Diddy Crow sein. Auch nice. Oder Makrokosmos Secret Rare. Sehr nice, aber wie gesagt, ich kenne sonst nichts hier draus. Ich finde es auf jeden Fall super, macht auf jeden Fall Bock auf mehr, denn ja, hier sind echt einige coole Decks, vor allem Wolken, wie gesagt, Wolken Reptil, mein Favorite, aber auch Heilige Ungeheuer kann man bauen, Red Eyes, man kann auch halt mit Red Eyes bauen, ne? Einfach jetzt mit den Skill, also
Gefällt mir wirklich sehr gut. Skills auch. Mir gefällt es wirklich, was man hier gemacht hat. Ist interessant. Ich bin auch wirklich gespannt, wie sich das dann durchsetzen wird, weil das weiß man nie so genau. Es kommen doch neue Karten raus und man weiß nicht, wie sie Ganze etabliert. Ich weiß, Speedtool interessiert den einen oder anderen nicht so sehr, aber es ist wirklich abwechslungsreich und eigentlich gibt es sehr, nicht nur eigentlich, es gibt sehr, sehr viele gute Decks und ich frage mich wirklich, wo sich eben die Decks hier etablieren werden. Ich muss sagen, Voikian, wie gesagt, allein aus dem Aspekt, dass sie natürlich ganz zerstört werden können, extrem stark. Klar, du verlierst immer Schaden, ne? Musst ein bisschen mit deinen Lebenspunkten aufpassen, aber es ist die Downside. Und mit 4000 Lebenspunkten passiert das nämlich schnell. Dementsprechend muss man auch aufpassen. Ich mag es eben. Sind eben schnelle Duelle. Haha, ist eben Speedtool. Und ich muss sagen, ist sehr nett. Wie gesagt, ich jetzt von meiner Einschätzung her würde auf jeden Fall sagen, dass, wie gesagt, Voikian sehr gut ist. Das Drachendeck, also es wird ein Drachendeck am Ende sein. Es ist dann nicht nur ein Red Eyes, sondern kombiniert natürlich noch mit anderen Drachenkarten. Wird sehr stark sein. Und Zombie bekommt auch nochmal Support. Zombie gab es schon bereits, hat schon den ein oder anderen Play gesehen. Ist ein sehr starkes Deck. Man merkt auch allgemein, dass Foolish hier eben cheaper ist. Aber wie gesagt, ich denke mal Voikian. Und bei Elementarhellen, beziehungsweise eben mit der finsteren Fusion, muss man mal gucken, wie es am Ende dann wird, weil, ja, es muss natürlich passen. Elementarhelden ist spielbar, Elementarhelden ist sehr gut im Speedtool, dementsprechend böse Helden vielleicht auch, wird vielleicht den Platz neben Elementarhelden finden oder so Elementarhelden übertreffen, wird man dann am Ende eben sehen, wenn man eben dementsprechend dann Decks baut und eben das ein oder andere Turnier dazu stattgefunden hat. Ja, das war eben der Überblick. Ich muss sagen, ich bin begeistert, gefällt mir sehr gut das Set, ich hab Bock, ich hoffe ihr auch, deshalb wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.